Vor über 300 Jahren entdeckten zwei Theologen in Halle die Anschaulichkeit, August Hermann Francke und Christoph Semmler. In den Schulen, die sie gründeten, spielten die Realien, also die wirklichen Dinge der Welt, eine ganz besondere Rolle. Die Ausstellung zeigt, wie dort Naturkunde, Technik und Handwerk, aber auch Astronomie und sogar Religion mit innovativen Mitteln und Methoden unterrichtet wurden. Im Zentrum standen dabei vor allem Modelle, Beobachtungsinstrumente und Handfertigkeiten. Auf diese Weise sollte Kindern nützliches Wissen vermittelt und das Lernen erleichtert werden. Zugleich fragen wir in der Ausstellung danach, welche Rolle Anschaulichkeit in unserem digitalen Zeitalter spielt. Wie wollen wir heute und in Zukunft lernen? Räume wie Modellkammer, Observatorium und Francke Kosmos laden dazu ein, die neuen Lehrmittel der Zeit um 1700 anhand zahlreicher faszinierender Exponate zu entdecken. Begeben Sie sich auf die Spuren der ersten Realschule Deutschlands und erkunden Sie die anschaulichen Lernorte der frankischen Stiftungen im 18. Jahrhundert. Im größten Raum der Ausstellung, der Werkstatt, werden dann die Ärmel hochgekrempelt. Hier können Sie zum Beispiel Ihre eigene Kamera Obscura bauen oder Servietten falten nach historischem Vorbild und so den Handfertigkeitsunterricht an Frankes königlichem Pädagogium erleben. Wichtiger Bezugspunkt der kulturhistorischen Jahresausstellung ist unsere Gegenwart. Werfen Sie mit uns einen Blick in den Werkzeugkasten der Anschaulichkeit und lernen Sie aktuelle Beispiele und Strategien kennen, die Kompliziertes vereinfachen und neue Perspektiven ermöglichen. Am Ende können Sie selbst entscheiden. Brauchen wir die materiellen, haptischen Dinge, um unsere Welt zu begreifen? Seien Sie also herzlich eingeladen, mit uns darüber nachzudenken und in der neuen Jahresausstellung der Frankischen Stiftungen die Anschaulichkeit zu entdecken. Total real!